Quick Question of the Day. Quick Question of the Day. Diesmal sogar eine Userfrage. Vielen, vielen Dank. Matthias aus Chemnitz hat uns geschrieben, eine E-Mail mit folgender Frage. Hey Backfield Boys, verfolge eure Show jetzt seit knapp einem Monat und kann die Mittwoche kaum noch erwarten. So tief und dabei unterhaltsam, behandelt keiner NFL und Fanfu. Er hat hier direkt Fanfu benutzt. Wie sehr ihr gut. In Deutschland. Bleibt dabei bitte. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Habe eine Quick Question an euch zum Thema Fantasy Football. Was war euer schlechtester Draft-Pick aller Zeiten und welchen schlechtesten Pick habt ihr jemals mitbekommen? Okay, soll ich anfangen? Was war dein persönlicher schlechtester Pick aller Zeiten? Pitchs schlechtester Pick aller Zeiten. Also mein schlechtester Pick war tatsächlich Giovanni Bernard, Running Back der Bengals. Und zwar im Draft 2014. In der ersten Runde habe ich noch Des Bryant bekommen. In der zweiten Runde an 18 habe ich dann mich dazu entschieden, warum auch immer, im Nachhinein weiß ich es gar nicht mehr, Gio Bernard zu nehmen als mein First Running Back. Danach gingen noch Spieler wie Aaron Rodgers, Jordy Nelson, DeMarco Murray von Bord. Und im Nachhinein muss man sich fragen, puh, das war wirklich eine katastrophale Entscheidung. Aber du kannst heute nicht mehr sagen, warum du dich in der zweiten Runde... Ich kann es dir damals nicht mehr sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich Giovanni Bernard über DeMarco Murray genommen habe. Gab es einen Hype-Train 2014? Ja, ein bisschen, ne? Ja, schon. Aber so hoch? Da hätte man nicht drauf reinfallen dürfen. Persönlicher Pick ist allerdings auch aus dem Jahr 2014. Okay. 2014 war wohl ein sehr brutales Jahr für uns. Mein persönlicher Pick war damals mit dem 69. Pick, hello Gronk, Shane Vereen. In der sechsten Runde, als meinen dritten Running Back, habe ich mir ihn damals geholt, hinter Ryan Matthews, den habe ich mir in der zweiten Runde geholt. Der hat 6 Spiele bei den Chargers gemacht in der Folge noch. Ben Tate war mein Running Back 2. Der hat in der ganzen Saison in 3 verschiedenen Teams gespielt. Und Shane Vereen war mein dritter Running Back. Mit diesen Leuten bin ich in die Saison gegangen. Und Shane Vereen war damals bei den Patriots. Und man weiß, Bill Belichick hasst Fantasy-Football. 5 Touchdowns nur gehabt. Ja. Oftmals war er nicht mal Starter. Eigentlich die gesamte Saison war er nicht Starter. Und ich musste auf die ganz harte Tour daran erinnert werden, dass man keine Running Backs der New England Patriots draftet. LeGarrette Blount letztes Jahr war eine Ausnahme, aber auch nur eigentlich aufgrund der Touchdowns und der glücklichen Spielsituation, dass man immer kurz vor der 1-Yard-Linie gestoppt wurde. Ja. Aber Shane Vereen 2014 als mein dritter Running Back damit in die Saison zu gehen, war schon ziemlich hart. Was war der fremde Pick, den du mal erlebt hast, wo du gesagt hast, alter Falter. Ja, der schlechteste Pick, den ich je gesehen habe, aber ich sag mal Pick-Versuch, den ich je gesehen habe, war aus unserer League of Record in 2015. Damals noch Rookie, der damals bei uns in die Liga gekommen ist, an 12, kam auch eine Stunde zu spät. Man kennt das, dürfte dann... Man muss dazu sagen, ganz kurz noch, unsere Drafts halten wir nicht einfach so im Internet ab oder so, dass man sagen kann, okay, wir stoppen kurz die Uhr, sondern wir haben ein Hotel gemietet für diesen Draft. Unfassbar. Und auch das war damals ein unfassbar heißer Tag und wir haben den ganzen Tag in diesem Zimmer, Konferenzraum gehockt und gewartet und dann kam man noch eine Stunde zu spät, ganz lässig. Kam ganz cool rein, setzt sich hin, Stunde zu spät und sagt, ich nehme Antonio Brown an 12. An 12, in einer Keeper-Liga. Und der war natürlich schon Keeper. Insofern, Katastrophe. Allerdings hast du dieses Jahr die große Ehre, in einem unserer Bowl-Matches, wir veranstalten immer Bowl-Matches bei uns in der Liga, das sind so die Highlights der Saison. Da geht es in einem Match innerhalb der Regular Season um eine Trophäe. Ja. Und das ist immer mit bestimmten Rivalitäten verbunden. Und Pitch hat dieses Jahr die Ehre gegen genau diesen Mann aus dem Vorjahr. Grüße an der Stelle an meinen Bowl-Gegner. In 2017. I can't wait. Mein persönlicher schlechtester Pick, den ich jemals mitbekommen habe, ist auch wieder aus 2014. Mhm. Und nicht nur du hast da Bockmist gebaut oder ich habe da Bockmist gebaut, sondern noch jemand, den ihr alle kennt. Wir möchten an dieser Stelle allerdings keine Namen nennen. 2014 mit dem 16. Pick, also in der zweiten Runde, Dexter McCluster. Wow. Nachdem man in der ersten Runde Jay Cutler als Quarterback genommen hat. Aber wie gesagt, wir wollen keine Namen nennen, wer das gewesen sein könnte.
2013 war Dexter McCluster noch bei Kansas City, hat dort etwas mehr als 500 Yards geliefert, aber so, laut einer Quelle desjenigen, dessen Namen wir nicht nennen wollen, aus den USA, ja, weil er war schon mal selber dort. Das war ein heißer Tipp. Laut dieser Quelle war es ein absoluter Sleeper und einer, der durch die Decke gehen wird. Ein absoluter Breakout-Kandidat, Dexter McCluster, dann bei den Tennessee Titans. Wie viel hat er am Ende gemacht? Willst du wissen? Ich hab's jetzt hier nicht, du hast es? 197 Yards und einen Touchdown. Okay, das ist tatsächlich der schlechteste Pick, den jemals jemand hingelegt hat.